Lieben Freunde, hier ist euer Steinwallen. Jaromar der Dritte führt nun Großkrotonia an, der Sohn des großen Janosch, und man kann sich einen Herrscherwechsel kaum radikaler vorstellen, meines Erachtens. Denn wir haben das letzte Mal ausführlicher darüber gesprochen. Großkönig Jaromar der Dritte ist schüchtern, bescheiden und unersättlich. Falls ihr nochmal genau euch anhören wollt, was ich dazu denke, was das bedeutet für ihn und seine Art des Regierens, dann schaut nochmal so in das letzte Drittel des letzten Videos hinein. Dort bin ich ausführlicher darauf eingegangen. Die Kurzfassung ist, er lebt sehr, sehr isoliert, nur in einer Kernfamilie, bewegt sich möglichst kaum aus dem Palast heraus, meidet Menschenmengen und will mit diesem ganzen Trubel des Großkönigseins eigentlich so wenig wie möglich zu tun haben. So organisiert er sein Leben und seine Herrschaft. Und das führt jetzt zu einigen radikalen Konsequenzen. Wir haben jetzt einiges zu tun und es sind drei Dinge, die jetzt im Besonderen verändert werden. Und ich sage gleich, das sind durchaus radikale Maßnahmen, die aber meines Erachtens sehr gut zu ihm und seinem Charakter passen. Das erste ist vielleicht sogar die radikalste und ich hätte das ehrlich gesagt nie in Erwägung gezogen. Aber bei ihm passt es, finde ich, wie die Faust aufs Auge, hervorragend. Das betrifft nämlich den Sitz der Herrschaft, die Residenz. Wir wissen, dass er seit 20 Jahren hier in Ungarn lebt, als ungarischer König in Visegrad. Und wir wissen, dass er mit diesem großen Pomp seines Vaters, mit der Gier und dem großen Leben als Großkönig nichts zu tun haben möchte. Und genau das verbindet er nämlich mit der Hauptstadt Veligrad. Und insofern ist es für ihn undenkbar, gerade auch, weil er so schüchtern und gleichzeitig bescheiden ist. Und wir erinnern uns, in Veligrad gibt es Lustschlösser und Ähnliches. Für ihn ist es undenkbar, dass er dort zurückkehrt. Insofern entscheidet er, und das ist die erste große Amtshandlung, dass künftiger Sitz des Reiches sein Visegrad ist. Dies wird nun hier verändert. Der Reichssitz wird hierher verlegt. So, das bedeutet auch, dass das damit verbundene Königreich das Hauptkönigreich ist. Das ist allerdings ja nicht ganz formale Sache, weil das ist natürlich das, was er auf jeden Fall vererben wird. Das Thema Erbschaft und wie wir das auf die beiden Söhne aufteilen, wird das nächste große Thema sein. Ich glaube, damit beschäftigen wir uns jetzt. Auch das wird mit ein paar radikalen Maßnahmen verbunden sein. Als erstes habe ich ja gesagt, ich will nicht abrücken von der Erbteilung in dem Sinne, dass beide Söhne gerecht am Erbe beteiligt werden. Aber wir gehen den Umweg, dass wir diese Erbrechtsänderung ja gemacht haben, damit wir das selber in der Hand haben. Das heißt, dass im Prinzip das Erbe vorfristig vergeben wird. So hat es auch sein Vater schon getan. Und das werden wir hier auch tun. Und jetzt müssen wir gut überlegen, wie wir das aufteilen werden. Also wir haben, das schauen wir uns erstmal an, wir haben vier Königreiche. Und darum geht es ja am Ende. Königreich Ungarn, Walachei, Mecklenburg-Pommern und Böhmen. Und die sehen folgendermaßen aus, nur dass wir uns das nochmal vor Augen führen. Mecklenburg-Pommern, Böhmen, Ungarn und Walachei. Das müssen wir jetzt aufteilen. Der Punkt ist, dass wir Ungarn natürlich nicht weggeben werden. Das ist das Königreich, was er auf jeden Fall behalten wird und was er auch vererben wird. So, und zwar an den ältesten Sohn, also das ist quasi gesetzt. Der älteste Sohn ist Prinz Radoslav, während er hier Prinz Ludwig 19 ist, Radoslav 21. Das heißt, der wird auf jeden Fall König von Ungarn. Haben wir also noch drei Königreiche, die wir zu vergeben haben. Und auf den ersten Blick würde es ja gerecht sein, und ich finde, das sollten wir auch tun, dass jeder zwei Königreiche erhält. So, wie ist das nun aufgeteilt von den Titeln, die sie selbst schon besitzen? Er lebt schon seit einiger Zeit und herrscht schon in der Grafschaft von Kisinia, direkt in der Nachbarschaft von Veligrad. Und ich finde, das ist ein wirklich guter Fingerzeig, dahingehend, dass er dann auch Mecklenburg-Pommern erben sollte. Also quasi wird der Haupterbe Ungarn und Mecklenburg-Pommern erhalten. Passt insofern auch ein bisschen, weil Mecklenburg-Pommern natürlich das ursprüngliche Königreich war, und wenn das zusammenbleibt, ist das auch irgendwie vernünftig. Nun ist es aber so, dass hier unser Jaromar selbst bescheiden ist.
und schüchtern und eigentlich auch keine große Lust hat, jetzt so ein Riesenreich zu regieren und vor allem nach Mecklenburg-Pommern zu reisen. Aus diesem Grund entscheidet er sich, dass er die Königswürde von Mecklenburg-Pommern schon jetzt an Prinz Radoslav gibt. Ich meinte, er ist jetzt nur Graf, das ist auch ein bisschen unangemessen. Außerdem hat er da, ja, er muss dort nicht mehr hin, sagen wir es einfach mal so, er hat die Arbeit nicht. Insofern werden wir das hier übergeben. Direkt. Verbunden ist damit nur die Grafschaft Obotritia und das Herzogtum natürlich und das Königreich. So, damit haben wir dort einen neuen König, König Radoslav, 21 Jahre alt. Unser Haupterbe, der später dann noch Ungarn dazu erben wird. So, das bedeutet im Umkehrschluss, dass Böhmen und die Walachei an den zweiten Sohn gehen werden. Und da das durch das jetzige Erbrecht ja nicht gedeckt ist, müssen wir ihm das auch jetzt schon übergeben. Und das ist auch durchaus in seinem Sinne, denn wie gesagt, er will eigentlich nicht mit so viel Macht zu tun haben. Das ist ein bisschen kniffliger, weil Prinz Ludwig wiederum einen Herzogstitel, einen relevanten Herzogstitel in Ungarn hat. Aber das nimmt er in Kauf, zumal das territorial ganz gut passt, weil es grenzt nämlich an das Königreich Böhmen an. Die Walachei liegt jetzt nun weiter weg, aber das ist jetzt auch weniger problematisch. Insofern machen wir das. Wir werden auch hier Titel vergeben, und zwar radikal das gesamte Königreich Böhmen mit dem Herzogtum Mähren, allen Grafschaften, die damit verbunden sind. Dann das Herzogtum Böhmen mit allen Grafschaften. Das ist sehr, sehr viel Land und sehr, sehr viel Reichtum. Und noch, und das ist rein, ja, rein der Titel, damit ist kein weiterer Besitz verbunden, das Königreich der Walachei. So, auch das wird vergeben. Damit haben wir einen weiteren neuen König, der quasi seine Erbschaft schon jetzt antritt. Und zu guter Letzt stellt sich die Frage, was mit den beiden Grafschaften passiert, die jetzt jenseits Ungarns liegen. Und das sind einmal die Mine in Goslar und das ist Konstantinopel. Und auch hier ist das sehr radikal, weil er eben bescheiden ist und die Schatzkammer unfassbar gefüllt ist und er überhaupt keine Lust hat auf diesen Trubel dieser unfassbar entwickelten Stadt Konstantinopel hat und er sich nichts aus Geld macht und Gold macht, wird er diese Grafschaften übergeben an die de jure Herrscher. Und das ist einmal sein Cousin, Herzog Sigmund von Thüringen, der jetzt also Göttingen erhält. Und das ist zu guter Letzt der Freund seines Vaters, Herzog Antoni von Philippopolis, der jetzt auch noch Konstantinopel erhält, die Grafschaft von Byzantium. So, damit ist er jetzt all diese ganzen Scherereien los. Er hat jetzt nur noch 4 eigene Domänen, davon sind nur 3 Grafschaften. Eines ist sogar, glaube ich, noch eine Baronie, aber er ist sehr glücklich damit. Zumal er ja natürlich offiziell Großkönig des gesamten Reiches ist, König von Ungarn und mächtig genug oder auch reich genug ist für seine Ansprüche. Soweit zu dieser zweiten radikalen Maßnahme. Die dritte radikale Maßnahme im Zusammenhang jetzt mit seiner Übernahme ist, dass er, wie schon erwähnt, nur den engsten Kreis seiner Familie um sich haben möchte und dementsprechend auch im Hohen Rat des Reiches wirklich nur diese engen Verwandten haben möchte. Und das wird jetzt ein bisschen schwierig und das könnte wirklich ein Problem zu ihm werden, aber ich will das rollenspielerisch so durchziehen, weil ich das ganz passend finde. Ja, dass er jetzt eben aus dem innersten Kreise, also seine Söhne, vielleicht, ja, auf jeden Fall seine Brüder, dass er die mit in den Hof nimmt, hier und da vielleicht noch einen Onkel, aber das wird es auch gewesen sein. Das bedeutet aber, dass es mächtige Könige im Reich gibt, die nicht berücksichtigt werden und das ist natürlich ein möglicher Punkt für Konflikte. Wir gucken mal, wie wir das verändern. Großkönigin Irena wird er sagen, dass sie beim Ränkespiel auf ihn achten soll. Das ist ihr großes Talent. Dazu hat er sowieso keine Ambition und keinen Sinn dafür und ist froh, wenn sie ihn vielleicht auf diese Art und Weise beschützt. So, jetzt gucken wir mal. Die Söhne, wie bringen wir die unter? Also wir haben Radoslav, der ist zum Beispiel ein sehr talentierter Verwalter. Das ist, glaube ich, schon mal die richtige Position für ihn.
Dann haben wir den anderen Sohn, der ist ein bisschen schwieriger unterzubringen. Ich glaube, wir machen ihn zum Ratspredigerkönig Ludwig. Schüchtern, geduldig, ja, gierig. Er ist eigentlich ein Verhandler, kann das aber nicht wirklich gut. Wir machen ihn zum Ratsprediger. So, mit 14 Bildung ist er natürlich jetzt nicht der Beste, aber wie gesagt, was auch möglich ist, dass die Großkönigin Mutter, seine Freundin, das macht. Da das die einzige Position ist, wo wir eine Frau, glaube ich, drauf besetzen können, oder? Ist das so? Ich glaube, ja, ne? Überlege ich, dass wir das hier doch machen. Dann wird sie die Ratspredigerin. Er schätzt sie ja sehr und wenn sie mit im Rat ist, ist das, glaube ich, eine tolle Sache für ihn. Okay, dann ist die Frage, was macht jetzt Ludwig? Was kann er noch? Ränkespiel, da gibt es noch jemand anderes, der das richtig gut kann. Wir machen ihn einfach zum Marschall des Landes. Ja, weil Ratsspitzel, da will ich nämlich seinen Bruder Prinz Matthäus. Oder, wartet mal, wir haben noch zwei Brüder. Ich glaube, die sind beide gut, ne? Oldrich ist auch gut darin. Matthäus können wir ansonsten allerdings schwer verwenden. Oldrich aber auch nicht. Oh, das ist jetzt wieder eine schwierige Entscheidung. Also, 10 Oldrich, Matthias, also die Brüder würde er gerne auch an der Seite haben. Zu denen hat er Vertrauen. Nee, dann machen wir nochmal eine andere Überlegung. Dann übernimmt sein Sohn die Aufgabe des Ratskanzlers. Da wäre zwar sein Onkel ein Genie, aber lieber die engsten Leute um sich haben. Dann nimmt er das in Kauf. Dann machen wir das so. Also, dann wird Prinz Matthäus wird dann der Ratsspitzel. Der Ratsmarschall wird der andere Bruder. Der hat, glaube ich, hier eine 10 gehabt. Wo haben wir ihn? Genau, Prinz Olderich. Und der Ratskanzler wird dann sein jüngster Sohn. Nicht sonderlich geeignet, aber das ist ihm egal. So, wo haben wir ihn jetzt? Hier, König Ludwig. So, und damit haben wir das erstmal besetzt. Jetzt ist die Frage, was machen die? Grafschaft Saas, das machen wir vielleicht nicht, sondern da gehen wir irgendwo in Ungarn. Ja, die Hauptstadt ist selber hier noch gar nicht bekehrt. Ich würde sagen, das ändern wir, aber es dauert 10 Jahre, vermutlich, weil die Entwicklung auch so vorangeschritten ist. Aber das lassen wir hier. Ja, Steuern eintreiben ist kein Thema unbedingt für ihn. Mehr Entwicklung für die Gemeinde, das ist ganz gut. Ja, ich denke, das machen wir mal. Und auch da bleiben wir bei der Hauptstadt, würde ich sagen. So. Er macht Komplotte stören, das ist ganz gut. Was ist das hier? Grafschaft Bielogrod. Da ist er unterwegs. Wo ist das denn bitte? Ne, das ist noch was anderes, ne? Wie finden wir die? Okay. Ja, soll er das weitermachen? Das ist ja auf jeden Fall, gehört auch zu Ungarn. Damit können wir leben. Und heimische Angelegenheit ist genau das, was der Ratskanzler unternimmt. Ja, dass er nicht ganz gut ist, wird die Sache vermutlich in der Heimat noch ein bisschen verschärfen. Aber das nehmen wir jetzt in Kauf. Okay, das sind jetzt erstmal die drei radikalen Veränderungen, die jetzt damit einhergehen. Er weiß natürlich, dass das ein Problem ist für die anderen Könige. Und um ein bisschen guten Willen zu zeigen, weil er sich überhaupt nichts macht aus Geld, wird er all jenen ein Geschenk schicken, die jetzt nicht berücksichtigt wurden. Ob sie sich davon jetzt irgendwie getröstet fühlen, das steht in den Sternen. Aber er tut dies erstmal. König Rostislav gehört dazu. So, König Lucian, der Onkel, ebenfalls. Und jetzt stellt sich die Frage, ist der Herzog hier, den ich angepinnt habe, ja, der gehört tatsächlich noch zu den Mächtigen. Der allerdings ist sowieso auf unserer Seite. Okay, das nächste Thema ist Lebenswandel. Er hat hier diesen einen Lebenswandel durch, Familienhierarch. Befreunden können wir uns. Die Frage ist, ja, mit wem machen wir das überhaupt? Zur Herrschaft erzogen, die Kinder erhalten bessere Werte. Vertraute, jeder Freund gibt weniger oder Anspannungs,
Zuwachs, genau weniger, Herz der Familie, Meinung der engen Verwandtschaft ist höher, Schmeichler, Befreunden, Komplottstärke ist besser, dicker als Wasser, persönliche Komplotterfolgschance ist besser gegen Familienmitglieder, freundlicher Rat, jeder eurer Freunde gibt 2 zufällige Bonuspunkte bei den Werten, feste Grundmauern, jedes lebende Kind gibt euch 1 zufälligen Wert und Patriarch. Patriarch bedeutet, mehr Fruchtbarkeit, höherer Anspannungsverlust, Meinung enge Verwandtschaft plus 15 und Hausmeinung plus 10. So, und jetzt ist die Frage, wie wir weitermachen. Also, ich finde im Diplomatiebaum, das passt hier nicht. Erlaucht ist komplett entgegen bescheiden. Diplomat ist entgegen schüchtern. Beides funktioniert hier nicht so ganz gut. Bei der Kriegsführung passt auch nicht so richtig. Dann finde ich beim Ränkespiel, das passt auch nichts zu ihm. Auch Bildung nicht. Am Ende bleibt Habgier natürlich auch nicht. Architekt finde ich, sehe ich auch nicht. Am Ende finde ich noch am nachvollziehbarsten Administrator. In dem Sinne, dass er eben die ganzen Sachen sehr verwaltungstechnisch von seinem Schloss aus macht, ohne rauszugehen. Also er ist so ein Administrator in seinem stillen Kämmerlein und will auch seine Ruhe haben. Das finde ich ganz gut und dementsprechend empfindet er das Ganze als Pflicht, Schwerpunkt auf Pflicht. Er sieht sich schon in der Verantwortung und will die Sache gut machen, aber will bloß nicht großartig in Erscheinung treten. Deswegen gehen wir diesen Weg. So, was haben wir denn hier? Entscheidung verfügbar, Gewichtsverlust. Das werden wir nicht tun, denn er ist nicht fleißig und nicht ehrgeizig. Er lässt sich in dieser Hinsicht gehen. Also da agieren wir nicht. Gesundheit ist übrigens schon schlecht, fettleibig und zart. Ich hoffe, diese ganzen Entscheidungen, alles, was ich hier sage, führt nicht dazu, dass er gleich stirbt. Ein Darlehen können wir zurückzahlen, das werden wir auch tun. Was haben wir noch? Wir haben Jagd. Jagd ist ein gesellschaftliches Ereignis. Das werden wir nicht tun. Wir haben ein Festmahl. Auch das ist ein gesellschaftliches Ereignis. Wir essen alleine. Das hatte ich erläutert. Und wir haben zu guter Letzt Champions einladen. Nun gut, ich meinte, ja, das wird vielleicht irgendwann nötig sein. Im Moment hat er keine Lust darauf. Nehmen wir das auch mal raus. Da muss er ja persönlich nicht involviert sein. Gut, aber was natürlich dazu gehört, das gilt wahrscheinlich auch für ihn, dass wir auf Pilgerreise gehen werden. Aber er möchte so wenig wie möglich Leuten begegnen. Er möchte relativ anonym reisen. Deswegen entscheidet er sich, und ich glaube erstmals, dagegen in die Nähe von Veligrad zu reisen, hier nach Rügen zu reisen. Das ist alles mit zu viel Aufsehens verbunden. Nein, er wird ganz bescheiden eine möglichst kurze Reise antreten, nämlich hierhin, zu dieser heiligen Stätte von Barlat. Dort wird er hinreisen. Mal gucken, wie ihm das gefallen wird. Also, Pilgerreise wird auf jeden Fall durchgeführt. Wir bereiten uns vor, auf nach Barlat. Ja, das ist, gilt hier als lange Pilgerreise, aber ich mache es trotzdem. 600 Gold kostet uns das. Das ist natürlich ein Klacks erst einmal. So, und dann gucken wir noch, was hier noch machbar ist. Wir können, ja, das ist natürlich immer noch die Frage, mit Herzog Mateusz König Rostislav von Polen zu übertragen. Aber wir machen das aus Eigennutz nicht, weil Mateusz bei uns im Rat ist. Wenn wir das übertragen, wäre er nicht im Rat und er will seinen Bruder an seiner Seite wissen. Aber hier, das sind interessante Sachen. Wir können Juliusz von Pommern an den König Radoslav übertragen. Das passt, das ist sein Königreich. Das werden wir machen. Vasall verleihen. Und wir werden Herzog Zdenka ebenfalls an ihn übertragen. Das ist nämlich auch sein Königreich. Das passt auch. So, damit haben wir das Patronat des Kriegerordens Krieger von Perun verloren. Ob ihm das bewusst war, ich weiß es nicht. Nun gut, das heißt, wenn der gerufen werden muss, dann muss hier das bezahlt werden. Das ist für seinen Nachfolger nicht der Fall, weil er wieder König von Mecklenburg-Pommern ist. Kann sein, dass das nur kurz so ist, dass hier Ungarn das Zentrum des Reiches ist. Vorstellbar ist, dass sein Sohn das wieder zurückholt. Ne? Das will ich dazu sagen. So, dann gucken wir mal. Die Titel will ich nicht schaffen. Dass die Vasallen Ratsposten wollen, das wissen wir. Krieg steht auch nicht an. Diese Erbschaften sind irrelevant. Prinz Mateusz und sein Bruder wollen wir nicht einkerkern. Das hat sich in gewisser Weise erledigt. Bündnisse aushandeln. Ich denke, da wird er nicht Nein sagen. Es sollten aber einigermaßen
mächtige Bündnisse sein. Allerdings, ja, der ist zum Beispiel nicht mächtig. Wobei er wird vielleicht mächtig. Ist er der Erbe? Ja, er ist der Erbe. Das werden wir mal machen. Gibt uns Anspannung, sowas. Wir haben König Rostislav. Müssen wir mal sehen. Den Grafen, das ist, glaube ich, unwichtig. Grafen, Prinz Oldrich, der Bruder. Ja. Da muss man gucken. Ich meine, das ist ein bisschen lächerlich, dass er Anspannung wegen Schüchtern bekommt, wenn er mit seinem Sohn Bündnis aushandelt. Ach komm, wir machen das einfach. Wird schon nicht so schlimm werden. Was ist denn mit ihm eigentlich? Prinz Havel, der ist, glaube ich, tendenziell eher unwichtig. Das können wir mal ignorieren. Aber mit denen machen wir das. Damit er seine Position ein bisschen absichert und seine Ruhe hat. Auch wenn er jetzt vielleicht zum ersten Mal Stress bekommt. So. Okay, dann wäre das alles getan und wir machen mal weiter und wir schauen mal, was passiert, wenn er jetzt hier abreißt. Okay, die himmlische Hand wird ihn beschützen. Sehr schön, Zeit für die Abreise. Der neue Großkönig, nachdem mein Vater von uns gegangen ist, lastet die schwere Bürde, die riesigen Länder reinzuregieren, auf meinen Schultern. Lang lebe der Großkönig. So, die Bündnisse sind geschmiedet. Das kommt jetzt nach und nach rein. All das bringt ziemlich viel Stress für ihn schon. Das passt ganz gut. Ich glaube, diese, ja, das sind ja alles gewissermaßen Rituale zum Beginn seiner Herrschaft. Das stresst ihn schon extrem. Das finde ich ganz passend jetzt eigentlich. Okay, es reicht aber noch nicht, dass er komplett die Anspannung, dass er eine komplette Anspannung bekommt. Und in guter Tradition. Es ist zwar nicht Rügen, aber immerhin verirrt auch er sich. Ich hätte schwören können, dass das der richtige Weg ist. Weder meine Gefährten noch ich finden den Weg zurück zur Hut unserer Pilgerreise. Orientieren wir uns nachts überhaupt an den Sternen? Es kommt mir vor, als hätten wir bereits Wochen vergeudet. Also, er wird mit Sicherheit nicht Ortskündige finden. Das macht er anders, weil er zu schüchtern ist, sich hier zu offenbaren. Ich schwöre, es ist nur noch ein kleines Stück in diese Richtung. Er geht selbst. Und er ist verirrt, bekommt dadurch einen schweren Gesundheitsmalus. Oh mein Gott. Wird das die kürzeste Königsherrschaft aller Zeiten? Ich weiß es nicht. Und es geht natürlich los, weil Fraktionen werden jetzt geschaffen. Das könnte noch ein Thema sein. Wobei er die Könige jetzt einigermaßen durch sein Geldgeschenk erstmal beruhigt hat. Aber was wir definitiv mal gucken können, wie wir unsere Domänen noch weiter ausbauen. Ich denke, das ist so ein normales Ding, da. Das ist jetzt hier keine große Sache. Das macht man immer so nebenbei. Was haben wir eigentlich hier? Strategische Marken. Okay, bringt... Ja, man baut sich noch mehr ein. Das passt doch ganz gut. Grenzmarken passt gut zu ihm. Heves. Da würde ich sagen, gehen wir erstmal auf die Burg 3. Und Eger. Da ist noch Burg 1. Gehen wir da in die nächste Stufe. Aber das ist, glaube ich, auch nur die Baronie, wenn ich das richtig sehe. So, wie entwickelt sich alles soweit? Er hat aber interessant, was ich interessant finde, er hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mehr Soldaten als sein Vater. Finde ich erstaunlich. Bin mir gar nicht so sicher, wie das kommt. Das Königreich Ungarn selbst ist natürlich sehr, sehr mächtig und sehr, sehr bevölkerungsreich. Vielleicht hängt das damit zusammen. Nun gut, also die Ankunft. Endlich bin ich hier mit Leib und Seele am großen Gotteshaus von Baralat. Als der Wolkow mir den Segen erteilt, denke ich darüber nach, was alles geschehen musste, damit die himmlischen Mächte mich hierher führen konnten, zu diesem Augenblick. Gut, wir haben den heiligen Pfad beschritten. Wir sind Pilger. Sehr schön. Das bedeutet, gucken wir uns das nochmal an. Das bedeutet mehr Frömmigkeit, Meinung, Glaubensgeschwister, das ist gut. Und plus 10 enge Verwandtschaft wegen Ahnenverehrung. Sehr gut. Okay. Das ist also schon mal erfolgreich verlaufen. Sein Einkommen ist natürlich drastisch, hat sich reduziert von 250 auf 91. Aber wie erwähnt, macht ihm das nichts groß aus. Und wir sind wieder da. Die Pilgerreise hat ein Ende gefunden. So.
Die Stimme der Vernunft. Kein Ratztreffen vergeht ohne einen Konflikt. Ratsprediger Anastasia, unsere Mutter, und Ratsmarschall Uldrich, unser Bruder, und das ist auch ihr Sohn, diskutieren erhitzt über die anstehenden Bauprojekte. Als Großkönig könnte ich sie mit einem einzigen Wort zum Schweigen bringen, aber ich habe eine bessere Idee. Ich bin bewandert in den Künsten der Diplomatie und weiß, wie man solche Situationen so löst, dass alle glücklich sind. Ja, ich finde, das passt sehr gut zu ihm, ne? Wobei natürlich... Ja, okay. Wir können für Anastasia den Parteiergang... Ich glaube, das passt sogar noch eher, weil wir unserer Mutter absolut hörig sind. Und wir machen das so, dass Uldrich nicht vor den Kopf gestoßen ist. Das passt sehr gut. Sehr schön eigentlich. So, was haben wir denn hier? Eine Fraktion ist geschaffen worden. Oh, Herzog Anthony. Das ist der, dem wir Byzanz gegeben haben. Das ist natürlich traurig. Und in gewisser Weise eine Enttäuschung. Mal schauen, wie sich das entwickeln wird. Ob der Unterstützer finden wird. Nee, das ist die Freiheitsfraktion. Noch ist er alleine. Na, mal sehen. Hier bei der Freiheitsfraktion ist der dänische König und Herzog Siegmund aus Thüringen mit dabei. So. Okay. Interessant. Wow. Herzog Christin von Masowien greift doch direkt das große Ruthenien an. Das ist nun wirklich erstaunlich. Und es geht um das Großfürstentum von Kiew. Und das ist das, wo die Hauptstadt von Ruthenien ist. Und, glaube ich, auch eine heilige Stätte der Slav. Das ist ja ein gravierender Krieg. Hat er sich das gut überlegt? 8295. Aber er hat es sich gut überlegt. Er hat nämlich mächtige Verbündete. Herzog Florek von Großpolen und Herzogin Rosa, die mit dabei sind. Damit könnte es gut sein, dass ihm das gelingen wird. Wow. Okay. Eine Motte ist gebaut worden. Und Leute, wir erreichen das Jahr 1389. Ah, eine Motte ist gebaut worden. Das heißt, wir haben eine weitere Baronie direkt unter unserer Kontrolle. Ja, okay. Dann werden wir hier Gebäude errichten. Ja, ich denke, wir machen mal so ein bisschen standardmäßig erstmal Wälle und Türme. Wir sehen, was dann da weiterkommt. Überhaupt ist die Frage, können wir möglicherweise irgendwo noch weitere Domänen aufbauen? Nein. Das ist nicht möglich. Nun gut. Okay, liebe Leute, also das wird interessant. Gesundheit schlecht aufgrund der Verirrung. Wann endet das Ganze? 1393, noch 4 Jahre. Dann entspannt sich vielleicht ein bisschen die Lage für ihn. Mal sehen, wie lange wir ihn als König haben. Großkönig Jaromar III. Damit endet erst einmal nicht nur diese Folge, sondern auch diese Staffel. Wir sehen uns in der nächsten Staffel wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Steinballen.